Der schöne Rhein, eine der interessantesten historischen Landschaften Europas. Teilbereiche gehören zum UNESCO-Welterbe. Hallo, wir sind hier am Tor des UNESCO-Welterbes Oberes Mittelrheintal in der Nähe von Bingen und Rüdesheim. Hinter mir der Mäuseturm, ein Zollturm aus dem 14. Jahrhundert. Darüber die Burgruine Ehrenfels aus dem 12. Jahrhundert. Bingen, eine historische Stadt mit langjähriger Geschichte, die auf die Kelten und Römer zurückgeht. Hier noch einige Impressionen vom Binger Rheinufer. Das Niederwalddenkmal. Die heilige Hildegard von Bingen gründete hier um 1150 ihr erstes großes Kloster am Rupertsberg. Seit der Landesgartenschau hat Bingen ein Kulturufer angelegt. An der attraktiven Uferpromenade mit Gartenanlagen und Kunstwerken, die Fahrgastschiffe und herrliche Blicke auf die gegenüberliegende Rheinseite von der Rheinbiegung bis Rüdesheim. Auch internationale große Hotelschiffe legen häufig in Bingen an. Das ehemalige Zollamt neben dem historischen Kran ist heute ein attraktives Restaurant.